So Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mit der Zeichnung des Gewinnerbildes vom Kanalgeburtstag. Also nochmal kurz zusammengefasst, ich hatte ja zu meinem Kanalgeburtstagsvideo mal wieder ein Zuschauerbild verlost und das hat die liebe Bianca gewonnen. Sie hat mir daraufhin ein Bild von sich geschickt und das werden wir heute zeichnen. Also los geht's eigentlich wie immer, dass ich mir das Vorlagenbild nehme und innerhalb des Motivs nach Grundformen suche, die sich einfach auf Papier übertragen lassen. In dem Fall halt wieder Rechtecke, in die sich das Gesicht, die Augen, die Nase, der Mund und so weiter unterteilen lassen. Und für die Augen ziehe ich das Rechteck diesmal ein bisschen größer, da hier halt eine Brille mit dabei ist, die halt etwas mehr Fläche braucht, als wenn ich jetzt nur ein einfaches Auge hätte. So, und dieses Gerüst übertrage ich dann auf Papier, hier super schnell im Zeitraffer, damit es für euch einfach ein bisschen schneller läuft. Und da haben wir hier dann die Form unseres Grundgerüsts jetzt auf Papier und können das als Art Schablone benutzen, um darin dann unser Gesicht zu zeichnen. Das zeichne ich erstmal ganz leicht vor mit einem harten Bleistift. Das muss jetzt noch nicht super detailliert sein, jetzt geht es ja nur darum, erstmal die Umrisse zu vermerken, um erstmal so ein Gespür für das Gesicht zu bekommen. Und nachdem dann diese grobe Skizze steht, kommt dann die erste etwas detailliertere Schicht drauf. Die ist aber noch nicht besonders dunkel, denn dafür nehme ich jetzt erstmal so einen HB-Bleistift, um diese groben Linien ein bisschen feiner auszuarbeiten. Dann zoomen wir mal noch näher ran, damit ihr auch noch ein bisschen mehr erkennt und arbeiten jetzt erstmal das Auge aus. Ich fange drüben beim linken Auge an und arbeite dann auch rundherum die Brille schon mal aus. Hier kann es dann gerne schon ein bisschen dunkler werden, da die Augen ja im Normalfall das Dunkelste so sind, was man so bei diesem Schwarz-Weiß-Porträts zeichnet. Und ich fange halt gerne mit den Augen an, damit man schon im frühen Stadium des Videos so den Eindruck hat, dass das Porträt einen anschaut. Dann nehme ich mir wieder den harten Bleistift und schraffiere die Flächen, an denen sich später die Schattenbereiche innerhalb des Gesichts befinden. Diesmal ist das so eine vertikale Struktur, die ich auf das ganze Porträt anwende, mit dem man später halt so einen einheitlicheren Gesamteindruck erzeugt des Porträts. Also wenn alle Schraffuren so in eine Richtung gehen, wirkt es dann einfach runder, als wenn man jetzt kreuz und quer auf dem Bild immer irgendwelche Striche setzt. Auch das ist jetzt wieder die erste Schicht, also sozusagen die hellste Fläche an Schatten, die man so im Gesicht findet. Und indem man halt diesen Ton am Anfang gleich festlegt, kann man den dann später in anderen Schritten noch weiter verdunkeln, wodurch man halt bessere Übergänge bekommt. Darum ist es halt auch immer so gut, in Ebenen zu arbeiten, weil man da Schicht um Schicht dunklere Flächen auf hellere Flächen draufpacken kann. Und dadurch einfach mehr Kontrolle darüber hat, wie hell oder wie dunkel das Porträt an gewissen Stellen werden soll. Bei der Brille habe ich mir jetzt einfach mal die Freiheit genommen, sie schwarz zu zeichnen und nicht so schimmernd, wie es im Vorlagenbild zu sehen ist, dass die sich einfach besser umsetzen. Aber grundsätzlich finde ich Porträts mit Brillen immer ganz cool, weil man da immer so einen schönen Schatten vom Brillengestell noch mit ins Gesicht einarbeiten kann, wodurch nochmal eine zusätzliche Fläche ins Gesicht kommt, die den Verlauf des Gesichts nochmal schön hervorhebt. Wo ich ein paar Mal ansetzen musste, das war die Nase, denn da hatte ich das Gefühl, die Form nicht sofort richtig getroffen zu haben, da musste ich nochmal einiges nacharbeiten, denn es ist halt so, wenn das Licht direkt von vorne drauf fällt, hat man manchmal nicht so einen harten, kontrastreichen Schatten, sondern ziemlich viele weiche Bereiche, die ineinander übergehen und wenn man da diesen Übergang nicht so richtig hinbekommt, kann es halt sein, dass man die Form der Nase nicht so richtig rausarbeitet, wodurch dann halt das ganze Porträt ein bisschen anders aussieht als die Vorlage, aber ich muss natürlich versuchen, möglichst nah an die Vorlage ranzukommen, auch wenn es vermutlich nicht immer komplett gelingt. Trotzdem aber versuche ich es natürlich so nah wie möglich zu schaffen. Und bei diesen weichen Schatten muss man dann halt wirklich ziemlich genau gucken, dass man sie so weit übernimmt, dass man trotzdem relativ nah an die Form der Nase rankommt. Ist mir hier bei diesem Bild natürlich noch wichtiger, als wenn ich jetzt einfach nur ein Bild für mich zum Üben zeichne oder so, wo es jetzt nicht so darauf ankommt, dass die Vorlage genauso aussieht wie das Bild, was ich dann gezeichnet habe, sondern dadurch, dass das Bild halt für jemanden anderes ist, in dem Fall halt Bianca, möchte ich natürlich schon, dass sie sich da auch hoffentlich in diesem Bild wiedererkennt. Also die meiste Arbeitszeit habe ich wirklich dafür investiert, das Gesicht auszuarbeiten, da ich halt den Fokus auf das Gesicht legen wollte. Und bei den Haaren mache ich es dann so, dass ich die gröbsten Strukturen und die Hauptsträhnen, die man so finden kann, halt noch vermerke. Dann aber jetzt nicht jedes Haar oder so einzeln einarbeite, sondern da die Flächen, die ich mir halt festlege, schraffiere ebenfalls mit dieser vertikalen Struktur und dadurch dann eben diesen Haareffekt erzeuge, der jetzt halt nicht super realistisch ist, aber das ist ja in dem Fall hier auch nicht der Anspruch. Es soll dann halt möglichst einheitlich aussehen.
Insgesamt habe ich 5 Stunden an diesem Bild gezeichnet und ich sag mal so 2 Drittel habe ich bestimmt für das Gesicht gebraucht und die restliche Zeit waren dann die Haare, wobei es halt hier am meisten gedauert hat, überhaupt diese ganzen Striche zu setzen und dann auch unten beim Pullover noch den Anhänger und so weiter auszuarbeiten von der Kette. Da muss man so ein bisschen genauer arbeiten, aber das ist jetzt halt nicht wirklich anspruchsvoll. Wenn das Gesicht geschafft ist, ist der Rest dann eigentlich nur noch Fleißarbeit. Damit ist dann auch das Zuschauerbild von der lieben Bianca fertig. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass es dir gefällt und ich hoffe, dass ich dich einigermaßen gut getroffen habe. Das ist ja immer so noch die zusätzliche Herausforderung, neben dem realistischen Effekt zu erzeugen, auch noch dann die Person konkret zu treffen. Aber ich habe mein Bestes gegeben, um das soweit zu schaffen. Gut Leute, das war's dann also für dieses Video. Wann ich das nächste Zuschauerbild mache, weiß ich noch nicht. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall nicht sofort ein neues verlosen. Das wird mal wieder zu einem besonderen Anlass sein. Ich werde das auch nicht groß ankündigen oder so. Schaut einfach regelmäßig in die Videos rein. Da werdet ihr dann immer erfahren, wenn ich jetzt mal wieder irgendwie was verlose oder so. Denn diese Verlosungen sind ja eigentlich eher für die Leute, die wirklich regelmäßig zugucken. Und das ist dann halt so ein kleiner Bonus oder so. Also wenn man es so bezeichnen möchte. Denn in erster Linie möchte ich ja auf diesem Kanal hier Zeichentipps geben und nicht irgendwie zum Lotteriekanal oder so werden. Passend dazu verlinke ich euch hier mal noch das Video, was ich zuletzt gemacht habe, wie man das zweite Auge beim Zeichnen besser finden kann. Schaut euch das gerne mal an, wenn euch das interessiert und dann gibt's auch noch 1-2 weitere Videos, die ich ebenfalls noch mit hierher packe. Also dann viel Spaß beim Zeichnen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dann.